Machen wir weiter mit unserem kleinen Ausflug in die Erstsitzung unserer PowerShell. Wir hatten ja eben gerade in der ersten Folge uns angeschaut, wie wir uns mit Hilfe von Examples, also von Beispielen, da etwas weiterhelfen können. Manchmal ist es so, wie in dem Beispiel, was wir hier gerade verwenden, 11 Beispiele werden uns angezeigt, man muss ein bisschen drin rumblättern. Vielleicht ist es nicht so ganz hilfreich. Hilfreich kann es aber dann sein, indem man statt Examples online mitgibt und dann dort direkt an der richtigen Stelle landet im Internet, um uns die Hilfe zu holen. Wichtig ist, dass wir vorher das Update gemacht haben, dass wir dann auch in der richtigen PowerShell-Umgebung uns befinden. In diesem Falle 5.1 lässt sich nochmal überprüfen. Wir lernen einen neuen Befehl, der PSVersionTable heißt. Und wir hier die 5.1-Variante angezeigt bekommen. Der Vorteil ist einfach, wenn wir hier die Hilfe online verwenden und sind hier bei den Beispielen, dann können wir ganz gezielt über die Zwischenablage kopieren und entsprechend einfügen, sodass wir sehr schnell die Informationen erhalten, die wir auch erhalten möchten. In meinem Beispiel war da jetzt noch ein Leerzeichen dahinter, sodass wir natürlich dann diese nicht schönen roten Fehlermeldungen erhalten. Wir machen mal ein weiteres Beispiel. Das ist dieses hier. Kopieren und einfügen. So sieht das momentan aus. Also diese Hilfefunktion online ist teilweise sogar noch geschickter als die vorhergehende. Gehen wir einen Schritt weiter und verwenden die Dinge, die in der PowerShell noch drin sind, nämlich die Integrated Scripting Environment. Wir lassen im Hintergrund mal die Online-Hilfe bestehen. Jetzt nicht mit einem einzelnen Befehl aufbereiten, sondern mit Hilfe der Integrated Scripting Environment Umgebung vielleicht doch ein bisschen sinnvoller arbeiten. Rechter Hand haben wir alle geladenen Module für die PowerShell. Aber uns geht es weniger momentan um diesen Bereich, da kümmern wir uns später drum. Uns geht es hier um den Skriptbereich. Und die Befehle blende ich mal gerade aus, haben wir hier ein bisschen mehr Übersicht. Schön ist, wir können hier unten stufenlos vergrößern und verkleinern. Jetzt gehe ich zurück zu unserer Hilfe, kopiere mir mal den gesamten Befehl und springe mal in die Integrated Scripting Environment. Und hier füge ich das einfach mal ein. Und die brauchen wir natürlich nicht hier. Das war schon die Ausgabe. Sondern uns interessiert die Dinge, die wir jetzt oben stehen haben. Das Dollarzeichen symbolisiert die Kennung für eine interne Variable. Und in dieser Variable steht nun drin, soll drin stehen, mit Hilfe des Gleichheitszeichens schreibe ich in diese Variable, in die Datenbeschaffung, diesen PowerShell-Befehl, beschaffe mir damit Daten aus dem Ereignisprotokoll mit dem Namen des Ereignisprotokolls System. Hier möchte ich gerne die letzten 1000 Einträge haben, also die neuesten 1000 Einträge. Dieser Befehl ist selbstverständlich auch direkt auf der Command Line durchführbar. Hiermit haben wir die Daten beschafft. Und jetzt hängen wir
an diese Datenbeschaffungsumgebung eine Datenverarbeitungsumgebung, die beginnt mit dieser Pipe. Und hier wird nun objektseitig gruppiert mit der Überschrift, wo No Element drin steht. Und dann wird sortiert. Die Anzahl, die sind, ist also absteigend. Mit jeweils der Pipe beginne ich Folgendes durchzuführen. In dieser Variable Events steht nun dieser Ausdruck. Mit diesem im Fenster dargestellten Ergebnis. Und dieses Ergebnis, was sich nun hier befindet, möchte ich mithilfe des Gruppierens neu aufbereitet wissen, verwende dazu die Variable und addiere quasi diesen neuen Befehl hinzu, das heißt aus der Datenbeschaffung wird eine Datenverarbeitung, das ist der jetzt markierte Bereich, und dann eine Datenaufbereitung zur Ausgabe, jeweils getrennt durch diese Pipe. Und ich lasse mal diesen kleinen Befehl laufen, durch das Script ausführen, sehen wir hier das Ergebnis. Da haben wir Count 768 mal ist der Befehl aufgetreten für Service Control Manager, 36 mal für Microsoft Windows Filter, 24 mal Microsoft Windows Kernel und so weiter. Das heißt, was wir hier uns erarbeitet haben aus der Hilfe direkt, hilft uns, diese Dinge gezielt später auch weiter zu verarbeiten und die PowerShell oder unsere Skripte weiter zu ergänzen. Das ist nur ein kleiner Einstieg, quasi die Hilfe zur Selbsthilfe, damit wir nicht nur auf Informationen von Suchmaschinen angewiesen sind, sondern uns selbst helfen können, wenn wir mal Ergebnisse, in diesem Falle ganz einfache Ergebnisse, uns erarbeiten wollen mit Hilfe der PowerShell. Schauen wir nochmal durch unsere Hilfe durch. Nehmen wir ruhig mal diesen Ausdruck hier und packen den mal in ein neues Skript. Und da sieht man schon, ich habe wieder zu viel kopiert. So. Hier passiert nun Folgendes. Hier wird das Event-Log, also das Ereignisprotokoll, mithilfe der internen Parser-Engine, das heißt, das gesamte PowerShell-System ist in der Lage, direkt nach Texten zu suchen. Und hier bitte ich das System darum, direkt nach diesem Ausdrücken zu suchen oder diesem Ausdruck zu suchen namens Description innerhalb meines Logfiles. Und ich schaue mal, wenn ich das rennen lasse, haben wir den Vorteil, es steht nirgendwo momentan in der Message das Wort Description.